Moin Leute, Trimax hier. Ihr habt euch gewünscht, dass wir wieder uns auf die Suche begeben für das beste deutsche Duo-Team. Da machen wir heute weiter. Letztes Mal wurde ja einfach rasiert von Rayzero und Arcticon. Die haben schon an sich die höchste Duo-Winrate überhaupt. Die haben 75% Winrate, was einfach insane ist. Ich glaube sogar noch weiter gestiegen. Und die haben letztes Mal einfach den Hattrick geholt. Die wurden zuerst Platz 2 und dann dreimal hintereinander Platz 1. Die haben auch international, sind sie da ganz, ganz oben mit dabei. Wir haben so viele starke Spieler mit dabei. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir dann noch weitere sehr, sehr geile Teams ermitteln können. Ich muss mich am Anfang schnell umbringen, damit ich direkt zuschauen kann. Horikan! So ein Stream-Sniper. Ich hatte keine Materialien mehr. Sponsored by Nike. Da ist er down. Wunderbar. Jetzt können wir da auch direkt zuschauen. Es sind nur noch 45. Keiner war Tilted Towers. Da wird geklatscht. Wäre geil gewesen. Okay. Horikan und Ascari. Ein sehr, sehr gutes Team. Sehr interessant. Oh, hier hören Schüsse. Von da oben. Oh, wir haben High Ground. Horikan und Ascari. Granaten einfach rüber. Impulsgranaten aufgehoben. Ist da ordentlich was ab. Ja, die Duo-Fights sind strategischer. Normalerweise... LOL, das ist Syox! Das ist Syox und Mickey gegen Ascari und Hori. Und Ascari ist bereits schon down. Alter, wie krank ist das denn? Normalerweise spielen die zu viel zusammen, jetzt hier gegeneinander. Die reden danach kein Wort mehr miteinander. Oh, oder Move. Auch noch ein Treffer. Den holt er. Und den finisht er auch. Und dann geht er selber down. Jetzt hat er den. Allen die Tour vermasselt. Hori killt Mickey. Und als er auf dem Boden liegt, hat er ihn noch down geholt. Syox jetzt alleine mit 2 Kills. Eieiei. Eieiei, das gibt's ja nicht. Okay, krass. Syox jetzt auf sich alleine gestellt. Mal gucken, was er hinkriegt. 37 Leben noch. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen. Kann man hier mal ganz kurz den Stream von Mickey hier posten? Der ist stinksauer gerade. Der ist stinksauer. Quark, nächster Kill, 25 Leute noch überall um Syox drumherum, Gegner, alles Zweier. Oh, er wird gleich zuschlagen, es geht gleich los, beide close. Der ist down, Alter. Jetzt ist nur noch ein 1 gegen 1, erstmal. Bauduell beginnt. Bauduell beginnt. Bauduell zu Ende. Syox, 4 Kills. Da kann der Mickey mal Danke sagen, dass du jetzt so die Stats hier aufwertest fürs Team. Die Platzierung geht immer weiter hoch und 4 Kills ist komplett solide. Währenddessen haben Marcel und Dave hier noch weitere Kills gemacht. Die sind da wahrscheinlich auch irgendwo noch drin. Oh. Großes Gebilde. Aber er hat einen Granatwerfer. Oh. Einen Daumen bekommen? Hast du das richtig gesehen? Hinter ihm noch einer. Da war es mit Syox los. Irgendjemand muss ihn noch aufhalten können. Baut sich hoch. Was? Der hat schon wieder einen da oben bekommen? Was macht der denn mit dem Granatwerfer? 5 Kills? Von beiden. Er greift jetzt beide Seiten an. Oh, Gegner ist close. Er baut sich zu. Ey, was wir hier noch sehen dürfen. Oh, kriegt er einen Hit. Gut, sehr gut zugebaut. Das war richtig gut gespielt, mein Gegner. Wer war das? Fantu! What? Wie geil! Dann verfallt. Es leben auch nur noch 8 Leute. Welches Team ist das jetzt vor uns? Zwei draufballern ist einfach so krank, um Holz oder so wegzubekommen.
Normalerweise im Solo kann man sich easy einbauen und kann so ein bisschen dem Gegner Munition entlocken, indem man dauerhaft baut. Ja? Aber jetzt, wenn der Schuss trifft. Okay, der baut sich immer wieder zu. Den Krieg kriegt er nicht. Geht immer weiter nach hinten, baut immer wieder Wände. Er gibt einen Schuss ab und baut dann eine Wand. So auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat er keine Materialien mehr. Oh, er hat keine Materialien mehr. Oh mein Gott! Krank. Fante ohne Material. Lebt immer noch 8 Leute am Leben. Kannst du bekommen. Ist jetzt auch von seinem Teammate getrennt. Jetzt rushen sie beide ihn. Oh, der hat so wenig Material. Das sieht nicht gut aus. Den hat er! Noch ein Fante, noch ein Kill. Will er auch direkt finishen. Er hat den Kill. Und der ist gerade in der Explosion gestorben. Das ist noch ein Gegner. Jetzt rushen sie von beiden Seiten, da kann ich nichts mehr machen. Da kann ich nichts mehr machen. Grey Fox Ninja holt sich dort den Kill, finisht ihn, 2 Kills hat er. Ich habe gesehen, Grey Fox Ninja ist vorhin schon down gegangen. Oh, schnell noch die Golden Gun noch holen, bevor die Zone sie auffrisst. Hauptplatz vermasselt. Okay, das muss ich mir direkt wieder reinziehen. Wenn die Buddies das Ganze auf YouTube laden. Wie hat er gefailed? Hat er keinen anderen Ausweg? Wäre er eh gestorben? Was ist da mit Hauptner passiert? Wie hat er die Landung vermasselt? Sie streamt zwar gerade nicht, aber werden das Ganze mit Sicherheit auf YouTube laden. Vor allem, wenn ihr wieder so weit kommt. Aber vielleicht wurde Hauptner bisher schon wieder aufgehoben. Jagdgewehr trifft nicht. Es leben nur noch, es sind nur noch 2 gegen 2. Twitch TV Falk holt sich dort einen Kill. Es ist ein 2 gegen 2. What? Das war's? So schnell? Keine... Was? Okay. Keine langen Fights mehr. Einfach überrannt. Wir waren die letzten 2 Gegner. Und wie viele Kills haben jetzt Grey Fox Ninja und Twitch TV Kalk? Kalk hat 5 Kills. Okay, Hauptner spielt mit Phantom. Ja, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Sehr schöne erste Runde. Tilted Towers und raus. Hexerflexer! Macht das Leben zur Hölle. Ja! Was ein Tryhard. Mann, ich habe ihn down bekommen. Oh, guck mal, hier ist auch low. Der ist low. 40 HP, der hat Angst. Aber 3 Kills. Lol, Zwetsch gemacht, ein Double Kill auf Marcel und auf Dave. Ja, Lucifer 1. Jetzt bist du da Bedrängnis. Nur 40 HP. Lucifer, wo ist denn dein Schild hin? Ihn genommen. Denn er jetzt killt den Assist. Ja. Siehst du? Ist noch ein dort. Super. So läuft das. Grüße ihn raus. Hexaflexer und Lucifer. Nicht mit mir. Ja, ihr müsst wissen, Hexaflexer hat mich 1000 Mal schon gekillt in diesem Turnier immer als erstes. Der weiß immer irgendwie, wo ich lande. Jetzt habe ich mal Rache ausgeübt. Next. Wir gucken Next zu. Aber was ist jetzt hier? Das ist ein Disco. Next. Boah, der steht. War gar nicht mit Absicht. Der kam so raus. Zauberkind. Killed. YouTube. K-Sin. Wer von euch kennt noch den K-Sin? Wer kennt ihn? Duo-Turnier. Ein Lama. Und wir gucken ihn auch noch zu. Next mit dem Lama. Wie unwahrscheinlich ist das denn? Ja, da freut er sich. Das Loot. Sauber. Sehr nice. Der Fight beginnt. Der Fight beginnt. Mal gucken, ob der Next was mit seinem Lama-Loot anfangen kann. Ich bin gespannt. Das ist ein schönes Fight.
beide auf einer Seite. Beide versuchen jetzt hier ein bisschen zu rushen. Seht ihr das? Der rechte ist da schon drin. Der eine hat High Ground. Stark gebaut von Nex. Jetzt ist hier das Duell um den High Ground, was wir sonst immer nur den Solo-Turnieren sehen. Jetzt hier mit dabei. Der ist da eingekämpft von Fein. Ist down. Der ist down. Nex, dritter Kill. Oh, er hat noch ein Team. Da kommt noch ein weiteres Team. Wieder das Duell um den High Ground. Und da hinten noch ein Team. Was? Vier Teams jetzt hier im Duell. Nex ganz oben. Ist der noch ein Kill? Wieder richtig Schaden rein. Schild ist weg. Spawn hat nicht ganz geklappt. Was hat er jetzt wieder rausgebaut? Wieder hoch. Oh, der ist vorhin. Schuss abgenommen mit der Wand. Alter, Nex, neuer Name. Spielt gut. Spielt gut. Schafft es immer wieder, sich den High Ground zu organisieren. Da ist noch ein Gegner. Und da kommt schon... Was ist das denn? Ist das das nächste Team? Yo, ich bin raus für heute. 8 Teams duellieren sich hier auf einmal. Alle 20 Spieler gefühlt. Was ist das für eine Runde? Sudden Death komplett. Ach, ist wieder ein Kill hin? Jetzt ist er down. Jetzt ist er down und Ascari holt sich hier den Double Kill. Sehr geil, der hat das Ding jetzt da aufgeräumt. Was war das denn für ein Duell? Krieg in Fortnite, Duo-Krieg in Fortnite. Alle haben sich damit duelliert. Von allen Seiten kamen immer mehr Teams. Alle wollten den Loot und die Kills. Jetzt schauen wir Twitch Everplus zu. 16 Leute noch am Leben und er hat bereits 3 Kills. Nächster Fight beginnt. Der ist da oben, stark platziert. Geht den down? Der ist down. Twitch Everplus. Das ist der nächste Kill. Twitch Ready HD, hat er jetzt hier beide zerstört? Down, was passiert jetzt hier? Hauptnach hat er ihn gekillt. Hurrikan. Was war das für eine Explosion? Twitch Ready hat Ascari in die Luft gejagt. Okay, Hurrikan, Ascari damit weg. Und es ist schon wieder Fanto. Oh mein Gott, Fanto und Hauptnach. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gewinnen, ist, ich muss es sagen, es ist, nicht so hoch. Ich weiß jetzt nicht, wer sind die Gegner. Wie gut sind sie equipped? Wir haben hier die besten Duo-Teams überhaupt dabei mit Stats Next Level. Die beiden haben eher vielleicht sogar die schlechtesten Stats. Es sind trotzdem sehr, sehr gute Spieler und sie spielen auch nicht so auf Stats. Aber wenn ich hier ein Team benennen könnte, wo ich am meisten glaube, dass sie nicht auf den ersten Platz kommen, die hier nur so zum Fun dabei sind, sind das Fanto und Hauptnach. Hauptnach von den Buddies. Und, mal gucken, ob sie es hinkriegen. Wenn sie es hinkriegen, wäre schon geil. Wäre schon geil. Hauptner aber auch letztens im Solo-Turnier einfach das 1 geworden. Von Phantom haben wir auch schon viel Gutes gesehen. Die Gegner haben 2 Raketenwerfer. Das ist ja äußerst nervig. Ja, ein Gegner, der, wie heißt der? Twitch Ready HD, der hat 5 Kills. Ach stimmt, Revi und Ascari sind auch dabei. Okay, die habe ich vergessen. Aber wir schauen. Wir schauen. Schaffen jetzt hier die Underdogs den Sieg? Zone kommt. Sie sind in der Zone. Die haben beide Raketen. Ich weiß nicht, wie viele Raketen die noch haben. Oh, Hauptmann jetzt hier mit dem... Was trifft, dann ist geil. Hauptmann ist hier mit dem Granatwerfer. Kriegen sie das irgendwie hin? Fanto jetzt relativ aggressiv. Trifft dann mindestens 2 Schüsse. Sauber. Oh, er kommt rein. Ne, fällt nicht down. Sehr stark. Hauptmann rusht gerade. Ist oben drüber. Fanto jetzt von der anderen Seite. Ja, die Gegner sind so gut, die können sie eigentlich nicht kriegen. Bleibt abzuwarten. Fanto und Hauptmann haben es jetzt geschafft, sich den Highground zu erspielen. Was gerade im Late-Game sehr krasser Vorteil ist im letzten Fight. Wobei die Gegner... Oh, der ist down! Nee, ne? Alter, jetzt ein 2 gegen 1. 2 gegen 1. What? Ohne, dass jemand down geht? Hauptner und Fanto? Ey, was ist hier mit dem Hauptner los? Wie viele Kills hat er? Das gibt es doch nicht! Ich frage ihn direkt bei WhatsApp. Das kann nicht sein. Er wurde beim Solo-Turnier Platz 1. Jetzt ist er hier im Duo auch Platz 1 mit Fanto.
Phantom 0, ich weiß nicht, wie viele Kills Hauptner hatte. 3 Kills, okay, da sehen wir es. 3 Kills. Richtig krass. Krass. Hauptner und Phantom Platz 1. 3 Kills insgesamt. Das andere Team hatte 10 Kills und wurden Platz 2. 10 Kills, Platz 2 ist höher gewertet als Platz 1. 3 Kills, klar. Teams insgesamt gezählt. Trotzdem von beiden Teams absolut geile Leistung. Wir schauen jetzt direkt den Favoriten zu. Wir restreamen jetzt deren Stream. Grüße gehen raus. Die Aufnahme hat, oder ich hab's, ich bin nicht ins Game gekommen. Sowas, dann hat er den irgendwie verdoppelt. Und jetzt, ich komm jetzt, ist er auf 42, also keine Ahnung, was. Es wurde mehrmals überprüft, dass er clean ist, also dass er ohne Hex spielt. Von Epic Games persönlich. Auf ihn? Er hackt nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man. Oh, der geht, da wurde gerade den Schuss rausbekommen. Das wäre close gewesen. Kriegt er ihn down? Arcticon ist noch dabei, das muss er hinkriegen. Das gibt's doch nicht, Alter. What? What? So, jetzt Mickey und Syox. Auch die wurden in der letzten Runde Platz. Oder beim letzten Turnier einmal Platz 1. Die haben auch eine Piste, Bro. Ey, Bro, hier sind voll viele, Digga. Da geht er down. Da geht er down. Ist noch drin. Jetzt schauen wir Marcel zu. PC-Erfahrung. Ja. Daneben. Hinter uns. Das wäre so, oh mein Gott, hinter. Oh, wie ärgerlich. Das ist es. Eieiei. Von zwei Seiten. Da haben die so lange gelootet und jetzt, gerade wo sie zuschlagen, kommen sie von beiden Seiten. Da trifft er gut. Genockt der linke. Der rechte Dave auch lebt auch noch. Wo ist der? Das machen die nicht verkehrt. Beide haben High Ground. Hier unten. Eieiei. Da ist er. Hier eingebaut bei mir. Baut sich hier ein. Ist eingebaut. Steh vor ihm, steh vor ihm. Ich denke, Tank. Alter. Holy shit, die haben ihn. LOL! Dave hat Hauptner und Phantom gekillt! Die eben Platz 1 wurden. Huri und Ascari sind weggerannt. Marcel und Dave haben das Ganze auch überlebt. Hätte ich nicht mitgerechnet? Wird eigentlich gleich Vollballer mit 100er. Oh, die kommen gerade in die Zone und werden direkt angeschossen. Das tut weh. Zwetschke hat Ascari gekillt und Huri hat dann noch einen Kill gemacht. Währenddessen Dave und Marcel. Zwetschke. Bei mir. Oh, was? Slack übelst. Hab seine Sniper. Random Schuss rausgehauen. Die haben hier noch High Ground. Jetzt wird gerusht. Marcel wieder direkt in den Nahkampf gehen. Hat High Ground, ist über ihn und das ist es. Das ist es. Erster Kill für Marcel. Dave hat auch schon einige Kills. 14 Leute leben nur noch. Hier mit dem Zwetschge, wo gerade deutlich mehr abgeht. 6 Kills. Wie viel hat sein Partner? Creative 0711. Der hatte auch schon, ich habe den im Killfeed gesehen, der hatte auch ein bisschen was abgeräumt. Die scheinen hier, die beiden, schon ordentlich Kills zu haben. Auch in den Solo-Runden hat Zwetschge teilweise sehr, sehr gut performt, viele Kills gemacht und richtig gute Spieler gekillt. Aber wir können uns. Wo wir herkommen. Werden angeschossen. Da werden sie angeschossen. Oh, da weggeschossen. Sehr viel gewonnen. Auch zwischen den Bäumen, die Sicht ist da so eingegrenzt. Und die Zone. Die sind auch nicht in der Zone. Die müssen jetzt hier schnell den Fight machen. Hat er sich komplett eingebaut. Schnell wieder zugebaut. Der ist über ihn. Ja. Oh, ist das krank. Guckt euch das an. Was machen die da? Was für ein krankes Bauduell. Und jetzt kommt noch die Zone dazu. Oh, die macht 5er-Ticks. Da kriegen wir noch. Alter, 5er-Ticks. Ganz krank. Ganz krank. Jetzt irgendwie geschafft. Sehr schön das Ganze weggeschossen. Gegner ist trotzdem runtergefallen. Der war schon auf der Base von seinem Mate drauf. Gegner haben jetzt High Ground.
Hier schreibt man, das ist Marcel und Dave. Marcel und Dave gegen Zwetschke und Creative. Und die wollen es hier wissen. Alles fällt zusammen. Down. Next, das ist es, das ist er nicht. Das ist Next, der hat Next gekillt. Sehr krass. Siebter Kill jetzt von Zwetschke. Ich hab einen Koffer, Rob. Und ich nehme den. Und 50er sind hier auch noch. Alter, der Loot. Guckt euch diesen Loot an. Und 7 Kills hat er schon. Wir hatten bisher einmal im Solo-Turnier 10 Kills, einmal 11 Kills. Aber im Duo-Turnier, was die hier gerade abziehen, wir hatten auch schon mal 9 Kills von RayZero. Hier 10 Minis habe ich. Er kann den Loot noch nicht mal mehr tragen. Und da liegt noch eine goldene Scar. Bisschen ja, schwierig. Hier liegen so viele Golden Guns. Alles voll. Kiste, so. Die sind sogar hier bei mir im Zimmer. Mhm. Das ist arschgeiler Loot. Ja, hat einen Hit kassiert. Full Life auch nicht. 34 Schild noch. Stark zugebaut. Voll mit dem Raketenwerfer erwischt. Der Gegner war da gerade kurz in der Zone und die macht 5er-Ticks. Das will man eigentlich vermeiden, in die Zone zu gehen bei 5er-Ticks. Jo, hier kommt mal easy eine 50-Euro-Donation reingeflattert. Dave wurde gesniped. 70 Meter. Twitch Network hat dort sich den Kill geholt. Network, jetzt gucken wir gucken zu. Wir können jetzt zugucken. Lebt Marcel noch? Lebt Marcel noch? Marcel lebt noch. Oh mein Gott. Ja, ich hab einer was gebaut. Ich glaub, Dave ist down. Kann ich mal die Bandages nehmen, ne? Dave ist down. Ich bin ja mies am Arsch. Oh mein, das sieht überhaupt nicht gut. Also, wenn die Gegner noch zu zweit sind, dann... Ja gut. Trotzdem, mindestens Platz 2. Dave hatte, was hatte Dave? 3-4 Kills, Marcel 2 Kills, Platz 2 mit 6 Kills. Ist geil. Super Stats. Oh, kriegt er erstmal ordentlich einen ab. Den O. Nee, da ist er down. Schade. Krass. Schade, Mann. Scheiße. Da ärgert er sich. Trotzdem richtig gut. Ah, ich hatte keine Materialien. Richtig gut. Platz 2, ordentlich Kills dabei gewesen. Einen hat er noch geholt. Wunderbar. Bonusrunde. Down gehen, damit ich casten kann. Zählt das als Kill? Oh Mann. Oh, das ist irgendwie... Ich hab Herzrasen. Alter, es ist so intens. Bei mir geht's ja noch nicht mal um irgendwas. Bei mir geht es noch nicht mal um irgendwas. Ich will gar nicht wissen, wie sich hier die Pros fühlen. Oh Gott. Ich habe auch nichts mehr gesagt. Habt ihr es gesehen? Ich war wie erstarrt. Zählt das als Kill? Also nein. Ja. Super. Ori und Askari sind down. Mal gucken. Marcel, Kill. Dave, ein Kill. Dave, ein Kill. Hey, Dave Double Kill, krass. Oh, die werden gerusht, da kommt einer hoch. Marcel down. Kann Dave das noch klären? Marcel komplett weg. Die haben hier den übelsten Highground. Ganz oben drauf auf Tilted Towers. Aber man hört überall Steps. Er rusht trotzdem. Über ihn. Oh, das wird nicht gut enden. Also wie die rushen vielleicht doch. Ja, ganz kranker Fight durch die Treppe. Da geht er down. Da geht er down. Das ist so ein richtiges Tilted Tower Duell. Das ist so. Ja. So übelst kurze Distanz. Den kriegt er. Den kriegt er sehr stark, wenn er revived. Wir hören keine Steps mehr.
Trimax kann man sich auch für Solos eintragen. Ihr könnt euch für Solos eintragen, wenn ihr, wenn eure Stats gut genug sind. Na, ihr braucht ihr mindestens 15%. Ganz pauschal. Vielleicht reicht noch 14, aber ihr müsst halt besser sein als die, die schon drin sind. Ich mitbekommen habe, sein Mate ist schon down. Er hat kein Schild, kein Leben, keine geilen Waffen. Hoffentlich gewinnt er. Wenn der gewinnt, dann kriegt er 100 Euro von mir. Das hau ich jetzt raus. Ist Wettschulden sind Ehrenschulden. Das gebe ich ihm dann persönlich, ist mir egal. Übelst aus der Zone, was war das? War das ein hat er ein Jagdgewehr geschossen? Als hätte ich's gewusst. Leute, ich wette doch nicht, wenn ich verliere. Hexaflexer. Oh, geht von der Falle down? Nex hat jetzt sich hier den Hexaflexer mit der Falle klar gemacht. Der hat Hexaflexer keinen Bock drauf. Der wird sich ärgern. Oh, 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 was ist denn jetzt los? 33. Das ging schnell. Sephix Spree. Da ist er wieder mit dem Impuls. Mit den Impulsgranaten. Die hat er drauf. Die hat er immer dabei. Ich weiß auch nicht, was das für eine Fähigkeit ist. Die hat immer Impulsgranaten. Das ist ihm wichtiger als jede Waffe. 33 HP. Einfach mal einen Raketenwerfer rein. Wird schon helfen. Nex. Hat ihn dann auch nicht vor. Übelkrankes Baumduell hier in Wailing Woods. Nex Double Kill. Ist angeschossen. Sein Partner ist auch noch mit dabei. Hexaflexer, Top-Kill, hat sich von der Falle anscheinend wieder erholt. Next Kill, Dave Rage mit dem Raketenwerfer. Weil ich zumindest in die Luft gehe, mit einer Explosion. Lebt Marcel noch? Und medizinische Hilfe geleistet. Habe ich das richtig? Oh, der nächste Fight geht los. Oh, er wird alles abgebaut, Gegner haben. Oh, die Zone, wie... Fünfer-Ticks. Alles nur nicht 5er-Ticks, das war jetzt einfach 10 Schaden, die er in einer kürzester Zeit kassiert hat. Nex gönnt sich jetzt hier ganz schnell den High Ground. Das macht er nicht gut, das kriegt er irgendwie immer hin. Der baut sich so ein bisschen an Gegnern vorbei. Kommt da, kriegt einen dicken Hit. Noch ein. Und schon wieder, wie bestimmt er nicht? Der muss doch schon wieder getroffen haben. Wie viel Schild hatte der denn? Wer ist der Partner von Nex? Er ist der High-Raum-Getter. So werden wir ihn nicht nennen. Sniper-Duell auf ordentliche Distanz. Schnell hochgebaut. Shotgun ist draußen. High Ground hat er. Ray Zero, nächster Kill. Oh. Den kriegt er. Oh, er hat ihn gefinished. War das ein Partner, der da gefinished wurde? Ich glaube ja. Golden ist da. Nimmt er mit. 8 Leute noch am Leben, das ging jetzt schnell. Raketenwerfer auch dabei. Nex, wie es aussieht, nur noch alleine. Aber dafür leben auch nur noch 7 neben ihm. Vielleicht hatten wir schon mal, dass jemand solo das Ding gewonnen hat gegen Duo? Nee, noch nie, ne? Wir hatten Ray Zero schon mal in der Lage, der hat es nicht geschafft. Wir hatten viele schon in der Lage, die haben es nicht geschafft, solo zu gewinnen. Der Angriff 16 HP. Down ist er. LOL! Wasted hat von da hinten gesniped? Die leben auch noch. 6 Leute noch am Leben. Sind das jetzt hier 3 Zweier-Teams oder sind hier auch noch Leute einzeln? Das ist die Frage. Hexaflexer 10 Kills? Echt? Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, noch viel. Der nächste Kill. 5 Leute noch am Leben.
Genau, da weg. Ja, ReZero hatte, nachdem die ersten drei Runden nicht so erfolgreich waren, den Stream ausgemacht. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Oh, Twitch TV D-Psyker hat Arcticon, den Mate von ReZero, dort down bekommen. Aber es ist noch keiner eliminiert worden. Bisher nur am Boden. Da hinten sehen wir sie. Da hinten sehen wir sie. Vier Leute noch am Leben. Die beiden und... Wer ist da hinten noch? Ist das jetzt noch ein Team? Wie gesagt, noch keine richtige, kein richtiger Spectate-Mode. Deswegen können wir das so nicht sehen. Es sei denn, ihr schaut nebenbei noch die Streams von den anderen Leuten, sodass man das irgendwie erfahren kann. Bleibt abzuwarten, ob das ein Duo-Team ist oder ob das zwei einzelne Leute sind. Das sind ReZero und Arcticon, echt? Es ist ein Team. Es ist ein Team, es heißt, es sind ReZero und Arcticon. Diejenigen, die letztes Mal beim Duo-Turnier komplett rasiert haben, den Hattrick gemacht haben, jetzt haben sie vielleicht wieder die Chance. Da sind natürlich auch die Gegner jetzt hier, der Wasted und sein Mate, sehr unter Druck, gegen solche Favoriten hier zu spielen. Die beste Duo-Winrate im gesamten Turnier mit Abstand, mit sehr viel Abstand. Er hat noch 100 Schild und 100 Leben. Stark gegengebaut. Kleines Duell, ziemlich lange. Ja, gucken wir, wenn wir den reicht. Alter, wenn so ein Schuss trifft, wenn so ein Schuss trifft auf so einen Pro, dann ist einfach, das wäre einfach zu krass. Ein ganz schnell gepiekter Sniper-Schuss. Oh, da fällt alles down. Alter, guckt euch das an. Da haut er auch drauf. Wie sie sich hier gegenseitig die Basen einfach zerschießen. Und jetzt kommt die Zone. Da muss ein rechter Spieler loslaufen. Ja. Wie lange geht das hier noch, Alter, dieser Fight? Jetzt wird gerusht. Keine Hits. Sniper-Schuss auch nicht. Die Golden Gun trifft er ab und zu. Jetzt ist er da. Den hat er. Twitch Aliator. Lol, das ist nicht. Oh mein Gott. Die kriegen ihn. Der ist alleine. Das schafft er nicht. Der ist alleine. Oh. Die Finish und das ist es. Wasted Kinsey und Wasted RDNC haben das Ding gewonnen. Es waren überhaupt nicht ReZero und Arcticon. Alle Zuschauer haben es geschrieben. Alle Zuschauer haben es gedacht. Beide anscheinend gerade nicht live im Stream. Okay. Schöne letzte Bonusrunde. Langer Fight. Das letzte 2 gegen 2. Wirklich schön gebaut, dauerhaft geschossen. War schon ein Niveau, so wie wir es gerne mögen. Wieder richtig geil. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Die Moderatoren müssen jetzt noch die Stats auswerten, wer wurde wie platziert, wer hat wie viel Kills, dass wir uns dann nach und nach ein Ranking zusammenbasteln können.